Herzlich willkommen zur Asklepios Gesundheitssendung. Viele Mütter, die ein Kind erwarten, machen sich Gedanken. Was, wenn was schief geht? Manche haben von der Möglichkeit einer Frühgeburt gehört und fragen sich, ob man eigentlich eine Schwangerschaft verlängern kann, also eine Frühgeburt verhindern. Antwort: Meistens ja, man kann. Bei mir ist Dr. Cornelia Gebuhr. Sie ist Chefärztin der Frauenklinik Geburtshilfe und Perinatalmedizin an der Asklepios Klinik Nord-Heidberg. Schön, dass Sie Zeit haben, Frau Dr. Gebuhr. Sagen Sie uns doch mal genau, was ist ein Frühgeborenes? Wann spricht man davon? Eine normale Schwangerschaft dauert 40 Wochen und eine Frühgeburt bedeutet, dass das Kind vor Ende der 37. Woche geboren ist. Also 37 plus 0 ist die Grenze, 3 Wochen vor dem eigentlichen Termin. Ja, und da unterscheidet man, glaube ich, aber auch noch mal zwischen frühen Frühchen und späten Frühchen, oder? Ja, das ist richtig. Je weiter die Schwangerschaft fortgeschritten ist, desto günstiger ist es, desto weniger Einschränkungen haben die Frühgeborenen. Besondere Sorgfalt und besondere Behandlung brauchen die Kinder, die sehr früh geboren sind, also ab Lebensfähigkeit, ab 23 plus 0. 23 plus 5 ist dort die Grenze bis zur 28. Schwangerschaftswoche. Dann die Kinder zwischen der 28. Schwangerschaftswoche und der 34. Schwangerschaftswoche haben nicht mehr solche extremen Einschränkungen, aber sind eben auch noch besonderer Hilfe durch unsere Neonatologen bedürftig. Und dann 34. bis 37. Woche gelten als späte Frühgeborene, haben deutlich weniger Komplikationen zu erwarten. Aber auch in der 37. Woche gibt es gelegentlich noch Kinder, die dann noch Hilfe durch die Kinderärzte bedürfen. Ja, genau. Sie haben schon Komplikationen genannt oder eben dieses Bedürfnis nach Unterstützung für die Kinder. Was ist der Nachteil? Warum lohnt es sich, eine Schwangerschaft möglichst lange durchzuhalten? Viele Kinder können jetzt extrem früh geboren noch nicht selbst atmen. Ja. Sodass sie eben, früher wurde sehr intensiv beatmet, jetzt gibt es so Atemunterstützung mit positivem Atemdruck. Das ist ein Hauptproblem. Da lohnt es sich auf alle Fälle, die Schwangerschaft zu verlängern, bis die Kinder selber atmen können. Und in der späteren Schwangerschaft ist es so, dass auch diese Kinder gelegentlich noch Atemhilfe brauchen und viele Kinder dann auch zum Beispiel den Blutzucker gar nicht selber halten können, kontrollieren können. Und durch Unterzuckerung kann es natürlich Probleme geben bezüglich des Gehirns. Eine Unterzuckerung kann eben das Gehirn schädigen. Ja, also die Lunge muss sich noch ausbilden, ganz bis zum Ende. Also die braucht, glaube ich, am längsten sogar, um sich richtig auszubilden. Ja. Dann das Thema, schafft es das Blut alleine, seine eigenen Pegel zu halten. Was ist mit dem Gehirn? Das Gehirn reift ja sozusagen auch noch ganz lange Zeit, nachdem wir geboren sind. In der Schwangerschaft, ganz früh, jetzt 24. Woche, ist das Gehirn noch gar nicht so gefaltet wie unser Gehirn jetzt im Erwachsenenalter. Und die Vernetzung ist natürlich, die bildet sich ja auch erst im Laufe der Entwicklung. Mhm. Und da ist es ganz wichtig, dass dort eben keine Schädigungen von außen kommen. Also wie zum Beispiel Unterzuckerung. Hatte ich ja schon gesagt. Ach so, das ist dann so eine Wechselwirkung dazu. Mhm. Man hört ja auch immer, Kinder hätten nachher, wenn sie Frühchen gewesen sind, Schwierigkeiten mit der kognitiven Entwicklung dauerhaft. Das kann passieren. Ja. Das hängt aber davon ab, ob es tatsächlich dann auch Beeinträchtigungen gegeben hat in den frühen Wochen des Lebens. Viele Kinder haben ja auch manchmal, oder es gibt Kinder, die Hirnblutung entwickeln. Ja. Und dadurch wird natürlich dann das Gehirn noch mal zusätzlich beeinträchtigt. Ja. Ein großes Organ, das man ja vielleicht gar nicht so auch im Blickpunkt hat, ist ja auch der Darm, der ja, glaube ich, auch Schwierigkeiten machen kann beim Frühchen. Es ist ganz wichtig, dass wir alle haben ja eine bestimmte Darmflora, die uns auch schützt vor Erkrankungen. Diese Darmflora muss im Gleichgewicht sein, nur dann haben wir eine Darmgesundheit. Und diese entwickelt sich erst bei den Neugeborenen und die wird ja sehr beeinflusst von dem Vaginalsekret der Mutter bei einer normalen Geburt.
Und wenn es keine normale Geburt gibt, dann wäre es empfehlenswert, diese Vaginalflora dann auch auf das Kind zu übertragen. Das nennt sich Vaginal Seeding, dass sozusagen das Sekret zum Beispiel auf die Haut des Gesichtes aufgebracht wird. Das ist eine Empfehlung, die viele Eltern auch sehr gerne annehmen. Machen wir auch zum Beispiel bei Kaiserschnitten, wenn gar keine Frühgeburt vorliegt. Das wäre wichtig, um das Kind zu schützen, um eine normale Darmflora aufzubauen. Zusätzlich ist es wichtig, dass das Baby möglichst Muttermilch bekommt, weil auch die Muttermilch Bestandteile hat, die den Darm schützen. Deshalb haben Kinder, die keine Muttermilch bekommen, dann manchmal schwere Entzündungen im Darm, Enterokolitiden genannt. Und das führt manchmal sogar zur Notwendigkeit, einen Teil des Darmes zu entfernen, weil das Gewebe nicht mehr funktionieren kann, weil es untergegangen ist. Das ist ja dann auch, hört sich schon fast so an, wie so ein Appell an die Mütter, nicht nur kosmetisch zu denken in Bezug auf Kaiserschnitt und Stillen. Dass es schon durchaus Auswirkungen hat und dass man Dinge berücksichtigen muss, die nachher sonst dem Kind zum Nachteil gereichen. Ja, unbedingt. Ja. Also natürlich ist es wünschenswert, dass ein Kind durch die Scheide geboren wird, aber das ist jetzt ein anderes Thema. Das ist ein anderes Thema, natürlich. Es ist ja auch nicht immer möglich. Ja. Unser Thema ist ja, eine Frühgeburt zu verhindern, beziehungsweise eine Schwangerschaft, soweit es geht, zu verlängern. Man kann das, aber wie geht denn das? Also es gibt verschiedene Aspekte. Das ist ja ein multifaktorielles Geschehen. Manchmal ist tatsächlich der Gebärmutterhals durch Voroperationen geschädigt oder auch in der Anlage vielleicht nicht so ausgeprägt wie einer, wie bei anderen Frauen, sodass dort eben dann leichter auch das Gewebe nachgeben kann. Das kann zum Beispiel Voroperationen sein, wenn Fehlgeburten vorangegangen sind. Dann müsste man überlegen, ob man den Gebärmutterhals operativ verschließen kann mit einem totalen Muttermundsverschluss. Früher hat man Bänder um den Muttermund gelegt. Das ist nach Expertenmeinung nur noch eingeschränkt empfehlenswert. Dann gibt es Pessare, das sind Kunststoff. Ja, Formen, die man zur Stützung an das Ende der Scheide legen kann. Das hilft manchen Frauen, weil sie einfach das Gefühl haben, dort ist jetzt eine mechanische Hilfe, die stützt den Gebärmutterhals. Das ist zu überlegen. Das Beste ist natürlich, wenn es gar nicht dazu kommt, dass man früh in der Schwangerschaft oder schon vor einer Schwangerschaft ausschließt, dass eine Infektion in der Scheide vorhanden ist, die dazu führen kann, dass der Muttermund sich verkürzt. Mhm. Dass sie schon früh erkannt wird und behandelt wird. Denn das ist die häufigste Ursache, dass eine Infektion den Gebärmutterhals verkürzt. Und also es gibt ja eine Reihe von Methoden, um die Schwangerschaft zu verlängern. Wir werden ja gleich vielleicht auch noch auf das Thema Ruhe kommen. Aber wenn Sie jetzt so sprechen von einem operativen Eingriff, das hört sich so an, Mensch, das ist doch ganz einfach. Dann wird er einfach zugenäht und dann macht man ihn an der 39. Woche wieder auf, oder? Das hört sich ganz einfach an, das ist aber leider nicht so. Es wird Fremdmaterial eingebracht. Auch diese Pessare können zu einer Irritation führen, zu einer Infektion unterhalten. Also das sollte man wirklich nur sehr zurückhaltend einsetzen. Das Wichtigste ist, vorsorglich Infektionen zu behandeln und den Frauen auch zu empfehlen, sich auf die Schwangerschaft einzustellen, dass nicht das normale Leben weitergeht, weil Stress ein sehr hoher Faktor ist, dass vorzeitige Wehen kommen und vorzeitige Wehen verkürzen eben den Muttermund. Also wichtig ist, eine Einstellung zur Schwangerschaft zu finden. Frauen dürfen alles machen, was sie möchten, was sie entspannt, aber alles ganz in Ruhe. Und äußerer Stress, auch jetzt in der Familie, Umzüge, Hausrenovierung, das ist eigentlich nicht so gut in der Schwangerschaft platziert. Es ist ganz wichtig, wirklich Ruhe und ein Gleichgewicht zwischen zum Beispiel Arbeit und Erholung zu finden. Da werden jetzt viele werdende Mütter leise lächeln, oder? Also wenn man schon zwei Kinder hat zum Beispiel, einen anstrengenden Job oder alleinerziehend ist, wie geht das denn dann? Mögen Sie recht haben, wenn es sehr kleine Kinder sind, ist es ganz wichtig, sich Hilfe zu holen. Zum Beispiel gibt es auch die Möglichkeit, Haushaltshilfen zu bekommen, einfach wirklich für sich Entspannung zu haben und auch vielleicht zu sagen, okay, das ist jetzt eine besondere Situation für meine Familie.
es muss nicht alles perfekt sein. Ich kann auch mal was liegen lassen. Ich glaube, das ist, da hole ich manchmal auch Frauen ab und denke so, es ist jetzt eine besondere Situation. Einfach jetzt auch loslassen und sagen, bis hierhin komme ich, da, das schaffe ich und dann ist meine Energie auch verbraucht. Mag das eine Mutter selber, ab wann sie sich übernimmt? Manche ja. Okay. Ja. Aber manche muss man auch abholen und wirklich auch ein bisschen, ich sage jetzt mal, ausbremsen, freundlich. Ja. Machen Sie es dann so, dass Sie bei den Gesprächen mit der werdenden Mutter den Vater mit dazu einladen? Damit also würde ich gerne, die Väter sind aber oft nicht da. Also ja. Das eine Möglichkeit ist, wenn wir wirklich jetzt sehen, das ist eine Überlastungssituation, da sind vorzeitige Wehen, der Muttermund verkürzt sich, dann finde ich es sehr günstig, wenn die Frau zum Beispiel erstmal bei uns stationär aufgenommen wird, aus dieser häuslichen Situation herauskommt. Mhm. Dann müssen ja die anderen zu Hause auch nachdenken und überlegen, wie können wir es jetzt lösen. Also die Situation entspannt sich dann oft, weil es doch oft andere Wege gibt, die manchmal die Frau gar nicht sieht, weil sie so einfach funktionieren möchte und perfekt sein möchte. Ach so, und durch die Zeit bei Ihnen sozusagen, ja. Sieht man dann alles ein bisschen mehr aus der Entfernung und ja. Auf diese Art und Weise findet man einen neuen Weg. Ja. Ja, ich möchte trotzdem nochmal zurückkommen auf das, auf medizinische Möglichkeiten. Was ist mit Medikamenten? Gibt es Medikamente, die verhindern, dass die Wehen zu einem bestimmten Moment schon einsetzen oder dass andere Dinge im Körper sich entwickeln? Also, dass Wehen kommen, kann man nicht verhindern. Also man könnte natürlich dafür sorgen, dass Magnesium, da weiß man, Magnesium entspannt die Muskulatur, ja. Dass Magnesium hochnormal ist. Das wäre so eine Möglichkeit im Sinne von einer Nahrungsergänzung zum Beispiel. Dann das nächste wäre, wenn Wehen vorhanden sind, gibt es keine Tokolysen, Wehenhämmer mehr über längere Zeit. Das ist ganz verlassen. Es wird nur kurze Zeit eine Wehenhemmung gemacht, um das Ungeborene vorzubereiten auf eine zu frühe Geburt. Also ich hatte ja am Anfang gesagt, dass die Lunge vorrangig zu betrachten ist, dass die Kinder eben in der frühen Frühgeburtlichkeit noch nicht selber atmen können. Dafür kann man das Ungeborene vorbereiten, indem man Spritzen gibt an die Mutter. Das sind Cortisonpräparate, die speziell auf die kindliche Lunge einwirken, sodass das Kind, falls es geboren wird, dann besser in der Lage ist, selbst zu atmen. Das braucht 48 Stunden und wir würden eine Wehenhemmung dann über 48 Stunden machen, damit dieses Medikament auf das Ungeborene einwirken kann. Da gibt es sehr gute Medikamente. Das Oxytocin ist ja das Hormon, was die Wehentätigkeit macht. Da gibt es Oxytocin-Antagonisten seit einigen Jahren, die weitestgehend nebenwirkungsfrei sind und die könnte man dann der Mutter geben. In die Vene. Vielen Dank für das interessante Gespräch. Und wir sehen uns wieder auf www.asklepios.com, auf Facebook und auf YouTube. Bleiben Sie gesund.